Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen 10 Zutaten Challenge. Heute Deluxe, denn es ist mit meiner Lieblingszutat oder einer meiner Lieblingszutaten, Bacon. Das ist die einzige Zutat, die ich kenne bisher. Bacon. Ich weiß auch noch nicht, was ich machen werde, deswegen schauen wir mal, was es noch so gibt. Wir haben Ahornsirup, Bacon, wie schon verraten, Mayonnaise, Schalotten, Pfeffer, Salz, Kräuter, also so eine 8-Kräuter-Mischung, Quark, Bananen und Essiggurken. Ich finde sowieso, Bacon ist einfach mit Süßem in der Kombi unfassbar geil. Also mein Liebling, mein Favorit ist immer noch Datteln im Speckmantel. Das ist das Geilste. Bananen im Speckmantel. Das ist doch eine geile Idee. Und aus dem Rest könnte ich vielleicht irgendeinen Dip machen. Bananen im Speckmantel, wisst ihr, wenn ich das in eine Pfanne mache und dann zerfließt die Banane so ein bisschen? Dann erstmal die Banane schälen und in Scheiben schneiden. Die Scheiben sind jetzt sehr klein und gerade weil Datteln ja auch immer so klein sind, nehme ich gerne eigentlich immer nur den halben Baconstreifen. Ich werde das jetzt auch machen, weil wenn es ein ganzer Streifen ist, dann wird es gar nicht so schön knusprig. Ich mache mal einen Streifen hier so und dann wickel ich die Bananenstücke in den Bacon. Ich hatte gerade einen kurzen Schockmoment, weil ich ja gar kein Fett habe für die Pfanne. Allerdings ist ja der Bacon eh schon so fett. Ich kann das jetzt einfach so direkt in die Pfanne reintun. Also ich habe ja mal versucht, vegan zu leben für einen Monat und das ging eigentlich auch. Bis auf die Tatsache, dass ich tatsächlich Käse und ja, Fleisch wie Bacon zum Beispiel echt vermisst habe. Bacon und Käse sind meine Laster. Ich glaube, der Ahornsirup würde ganz gut in den Dip passen. Allerdings würde ich fast auch ein kleines bisschen jetzt über die Bananen geben, weil ich mir gerade vorstelle, wie geil das aussieht. Dass ein Karamellisieren vielleicht fast noch stattfindet, das wäre schon ganz geil. Das probiere ich mal aus. Oh, geil! Jetzt wende ich die Bananen und dann bestreiche ich sie auch noch von der anderen Seite mit Ahornsirup. Mal gucken. Ah, fancy. Boah, geil. Bacon mit Ahornsirup. Geiler Scheiß. Dann nehme ich mir mal die Schalotte und schäle die und würfel die fein. Und das gleiche mache ich auch mit den Essiggurken. Boah, habt ihr das auch immer, wenn ihr Essiggurken riecht, dass ihr den immensen Impuls habt, in diese Essiggurke reinzubeißen? Oh mein Gott. Okay, ich schneide mal die Schalotte. Oh, ich meine. Sehr gut, läuft. Ich meine. Was bei dir? Es läuft bei mir, aber sowas von. Kochen ist doch auch immer so ein bisschen Selbsttherapie, oder? Okay, die Bananen sind übrigens mittlerweile fertig. Ich habe sie schon mal zur Seite gestellt. Und jetzt ist der Dip auch gleich soweit. Da brauche ich noch eine Schüssel. So. In die Schüssel gebe ich jetzt einfach mal den Quark. Und dann gebe ich wirklich ein bisschen Mayonnaise dazu. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Mayonnaise, außer man nimmt sie so als Würze dazu. Die Kräuter kommen noch rein. Salzen, Pfeffern, die Gurken dazu, die Zwiebeln dazu. Abschmecken und fertig. Yummy! Okay, muss noch Salz rein, muss noch Mayonnaise rein, muss noch Pfeffer rein. Aber genug Zwiebeln sind. Dann probiere ich es gleich mal zusammen mit der Banane. Ich habe gar keinen Hunger, Leute, aber es macht mir einfach so Appetit, weil es so lecker aussieht und riecht. So, dann streiche ich mal den Dip ein bisschen da drauf. Boah, das ist aber viel. Also der sollte ja auch so ein bisschen frisch sein, weil die Banane selber wieder sehr süß dann. Mmh, ist das krass. Das schmeckt richtig geil. Die Soße dazu ist halt sehr, sehr frisch. Und dann die Zwiebeln, die sind auch nochmal so, bringen auch nochmal eine Schärfe rein. Und dann die Säure durch die Essiggurken. Und dadurch ist es dann die Geschmacksexplosion im Mund. Zusammen mit dieser irrsinnigen Süße von der Banane. Oh, Leute, das müsst ihr nachmachen. Das ist Foodporn. Mmh. Bacon macht einfach alles besser. Wenn ihr mir zustimmt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich habe hier mal ein paar Zutaten für euch, Leute. Die Zutat mit den meisten Votes kommt in einer meiner nächsten 10 Zutaten-Challenges. Also viel Spaß beim Voten. Wenn ihr Lust auf noch mehr 10 Zutaten-Challenges habt, dann klickt doch auf eins dieser Videos und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns nächsten Montag wieder um 13 Uhr. 13 Uhr, Montag. Ich freue mich auf euch. Pussy, baba.